Ja, moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute von mir ein knackiges Video zu den AirPods Pro. Die habe ich jetzt seit circa einem Monat, anderthalb Monate im Einsatz, habe die direkt zum Release gekauft und möchte euch da jetzt einmal ganz kurz mein Feedback zu geben. Ja, ich bin hier auch gerade auf der Apple-Seite, wo alle drei nochmal gegenübergestellt werden. Und ich hatte vorher auch die alten gehabt, der Generation 1, ohne das kabellose Ladecase, und ich muss sagen, das war jetzt wirklich eine gute Investition. Meine alten waren circa irgendwie anderthalb, 2 Jahre alt. Das Akku hat leider schon nachgelassen, haben auch super gesessen. Guter Klang fand ich schon damals für die Geräte. Aber die AirPods Pro legen echt wirklich nochmal einen drauf. Was gefällt mir besonders gut? Kurz zusammengefasst, besonders gut gefällt mir, ich kann sie ja auch noch mal kurz mit reinhalten. Besonders gut gefällt mir die Passform. Das passt wirklich wunderbar. In ihr ist ja nicht jedermanns Sache. Für mich aber eine gute Lösung. Da das Ganze deutlich besser noch mal, ich packe sie ja mal einmal rein, deutlich besser bei mir abschließt. Ich habe hier bei mir die S-Variante drinne. Ich hatte vorher immer M, also es gibt ja S, M und L. L ist viel zu groß. M dachte ich, Mensch, passt, ist okay. Aber dann hatte ich die S noch mal ausprobiert. Und ich muss sagen, die kleinsten sind hier wirklich für mich auch die beste Lösung. Die schließen wunderbar ab. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Ohr irgendwie das drückt im Ohr, sondern es sitzt gut und angenehm drinne. Und wenn ich dann noch, sage ich mal, die Geräuschunterdrückung anmache, hört man gar nichts mehr. Nur das hier nochmal aus der Schachtel raus. Ich habe hier noch die Schachtel liegen. So sieht das Ganze ja hier aus. Hätte man die verschiedenen Größen, die man einfach draufklippen kann, abziehen und draufklippen. Da muss man ein bisschen dran ziehen. Hatte ich am Anfang ein bisschen Angst, dass ich die erst abreiße. Aber die sitzen da wirklich bombenfest einfach drauf, ne? Was gefällt mir noch gut? Die Akkulaufzeit ist wunderbar bei den Geräten. Bei meinen alten, vielleicht bin ich da jetzt nicht ganz neutral in der Meinung, die war da jetzt am Ende sehr schlecht gewesen, deswegen habe ich das ein bisschen negativ noch im Hinterkopf. Aber die hier halten wieder wunderbar. Mit dem kabellosen Ladecase, ich habe mir eine Matte geholt, da lege ich die einfach drauf zum Wireless Charging und dann sind die auch wieder ruckzuck voll. Also ich hatte noch nie das Problem, dass die alle sind. Das Schöne ist auch wie bei den alten, zack, in der Hosentasche verstaut und happy. Des Weiteren ist der Sound wirklich gut, nochmal besser als bei den anderen, aber ich denke mal, das liegt auch mit daran einfach, dass die jetzt in ihr sind und dass der Sound sich dadurch einfach ein bisschen mehr vom Volumen größer anfühlt, vom Bass besser sitzt. Natürlich hat sich auch was an der Hardware getan, aber auch einfach vom Tragekomfort und damit, dass es einfach in ihr ist, sage ich mal, ist der Sound nochmal deutlich direkter einfach im Ohr, ne? Mag nicht jeder in ihr, weiß ich. Für mich mit der S-Variante aber wirklich eine gute Geschichte. Zudem sind die ganzen auch wasserdicht. Habe ich jetzt noch nie gebraucht. Ist mir noch nicht passiert, dass sie mir irgendwie ins Wasser gefallen sind. Aber klar, wenn man mal irgendwie Fahrrad fährt und es regnet, dann hat man doch ein besseres Gefühl, wenn man weiß, oh, die sind wasserdicht, die AirPods, als dass sie dann kaputt sind, ne? Das mit dem, ich nehme den hier mal wieder raus, bevor ich das aktiviere. Das mit dem Hey Siri funktioniert auch wunderbar. Ich sage das und jetzt bimmelt es hier schon. Und dann geht's an. Schnell einen Befehl ausgeführt. Wirklich praktisch. Was sich jetzt so ein bisschen verändert hat, also das jetzt erstmal so zum Positiven, ne? Also Akkulaufzeit, der Sound ist super, das Noise Cancelling ist echt astrein. Ich sitze, wie gesagt, hier mit meinem Kollegen im Büro, wenn der telefoniert oder Besuch hat, dann mache ich einfach Noise Cancelling drauf, dann höre ich im Hintergrund vielleicht noch ganz was Dumpfes und wenn ich dann noch Musik drauflege auf die AirPods, dann ist sowieso vorbei, ne? Dann höre ich gar nichts mehr. Manchmal ein bisschen kriminell auch, wenn es klingelt hier. Manchmal habe ich den einen oder anderen Postboten schon verpasst. Also sorry an dieser Stelle dazu. Aber sonst eine super Sache, tolle Weiterentwicklung. Was mir aber, ich will jetzt nicht nur loben, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Ich finde den Formfaktor persönlich einfach von dem neuen Case nicht so hübsch. Ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ich denke mal, Kleinigkeit. Dadurch, dass das jetzt sehr breit gezogen ist, ist das Scharnier auch breiter geworden auf der Rückseite. Dadurch haben wir hier so einen gewissen Spiel. Ich bewege das hier mal am Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ist minimal. Aber ich fand das andere Case irgendwie, diese Tic-Tac-Form, fand ich irgendwie ein bisschen besser, ne? Es ist auch ein bisschen größer geworden. Also, wenn ich es jetzt einfach so halten würde, ist es von der Form insgesamt auch größer geworden. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist leider, ich verstehe es auch nicht, die haben noch Lightning hinten dran. Wir haben zwar ein Kabel dabei von USB-C auf Lightning. Aber ich verstehe nicht, warum haben sie nicht einfach gleich Lightning gemacht? Ich weiß nicht, was das für einen Grund hat. Und
Ja, das sind eigentlich so diese beiden Punkte. Also am meisten stört mich eigentlich, dass es noch kein USB-C hat. Das finde ich Blödsinn und ja, weiß ich nicht, wieso das so ist. Das kann ich nicht verstehen, aber der Rest ist eigentlich wirklich wunderbar. Ja, habe ich was vergessen? Genau. Also wer sich jetzt AirPods kaufen wollen würde, dem würde ich definitiv die AirPods Pro empfehlen. Ich habe hier auch die Webseite im Hintergrund einmal aufgemacht. Ihr seht es hier nochmal alle drei. Ich hatte, wie gesagt, die AirPods der ersten Generation ohne kabellosen Ladecase. Und hier sieht man es auch. Also für 179 die alten zu kaufen ohne kabellos würde ich nicht machen. Da finde ich die 179 € zu viel. Dafür, dass man 100 € mehr schon die neuen, die bessere Technik kriegt, wasserdicht, besseren Sound, das Noise Cancelling besonders, was wirklich Hammer ist. Weiß ich nicht. Vielleicht nur für die Leute interessant, die sagen, okay, die 100 € sind einem jetzt zu viel oder sie mögen keine In-Ear. Ne? Das kann gut sein. Das wäre eine Argumentation. Wer jetzt sagt, okay, er möchte die alten nehmen, aber das kabellose Ladecase dabei, da verstehe ich es noch weniger, weil da sind wir schon bei 229 €. Also nur noch eine Differenz von 50 € und da würde ich jedem wirklich empfehlen, wenn ihr In-Ear mögt, holt euch lieber die AirPods Pro. Da habt ihr länger noch was davon, als jetzt die älteren zu kaufen. Der Generation 2. Ne? Von daher für mich eine runde Sache, ein tolles Upgrade. Jeder, der irgendwelche Apple-Geräte hat, der kann die wunderbar nutzen. Funktioniert seamless hin und her von iPhone über Mac zu iPad, die Kopplung, wie man das gewohnt ist. Was es leider immer noch nicht direkt gibt, was ich zum Beispiel mal an Bose Over-Ear gut finde, die auch Noise Cancelling haben. Bei dem Bose kann man zum Beispiel mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln. Das heißt, ich höre mit dem Mac Musik, klingelt das iPhone, dann schaltet der automatisch aufs iPhone um. Das geht hier noch nicht. Das Wechseln ist natürlich ganz einfach über den Home-Button bzw. über das Menü. Ja, also einfach hier reindrücken. Dann habe ich sozusagen hier die Anzeige. Ich packe mal kurz einen rein. So, ich packe den rein, der ist automatisch hier drin. Jetzt kann ich hier zwischen dem Noise Cancelling und dem Aus entscheiden, was ich möchte. Und das funktioniert super auf meinem Mac. Kann ich auch einfach auf Toneinstellung gehen, sagen, koppeln mit AirPods und die schalten automatisch um. Das ist echt klasse. Aber wie gesagt, eine zweite Bluetooth-Verbindung hätte ich, wäre auch eine coole Geschichte, ne? Dass ich Musik hören kann und mit einem anderen Gerät automatisch telefonieren kann, wenn jemand anruft, ne? Zum Beispiel. Ja, das soll es aber auch schon gewesen sein. Kleiner Überblick. Wie gesagt, einen Monat, anderthalb Monate hatte ich die jetzt. Ich bin sehr zufrieden, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao.